Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon der nächste Tag wieder angebrochen. Wir waren ja gestern in Visby, haben so ein bisschen Stadt-Sightseeing gemacht. Danach haben wir gar nicht mehr so viel gefilmt, weil das Wetter war etwas schlechter geworden. Hier gab es denn am Abend noch ergiebigen Regen und da haben wir denn die Zeit genutzt in der Ferienwohnung. Liz zum Beispiel hat an dem Reiseblog geschrieben. Also apropos Reiseblog, schaut auch gerne unter www.mann-kiel-reisen.de. Dort sind unsere Reisen, auch diese jetzt, nochmal nachzulesen, wo wir waren. Heute wollen wir mal ein bisschen die Natur hier erkunden. Wir sind gerade hier im Naturreservat Exterkusten und da wollen wir uns zumindest erstmal ein bisschen die Beine vertreten, weil es ist ja Feiertag in Schweden eigentlich auch, aber hier eher nicht der Herrentag oder Vatertag wie in Deutschland, weil hier ist es wirklich nur Christi Himmelfahrt. Aber ich weiß nicht so, wie das hier ist mit den Gegebenheiten zwecks Feiertag, weil wir haben doch einige Leute noch gesehen, die am Handwerken waren. Also nicht nur am eigenen Haus, weil zum Beispiel wurde auch bei einer Kirche das Dach gerade gedeckt. Wir schauen mal, was es hier so alles zu entdecken gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich wieder mitkommt. Hier noch was sehr Interessantes gefunden. Das ist eine so eine Gemeinschaftshütte, die man nutzen kann für den Aufenthalt. Das Blockhaus ist aus dem 20. Jahrhundert und stand mal an einer anderen Stelle. Und es kann hier durch die Wanderer, Angler oder Camper auch genutzt werden. Speisen dürfen allerdings hier drinnen nicht zubereitet werden, aber gegessen darf hier natürlich auch. Und im Hintergrund sieht man sogar noch einen Kamin. Und hinter dem Haus, dort kann man sogar Speisen zubereiten und Sitzbänke, weil hier gibt es noch einen Grillplatz. Exterkusten ist ein Naturschutzgebiet im Westen Gotlands. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich über eine Strecke von 6 Kilometer entlang der Küste und trifft im Westen zusammen mit dem Vogelschutzgebiet Ugnen. Von der Küste mit ihren Kiesstränden hat man einen herrlichen Blick auf die beiden Inseln Stora Karlsö und Lilla Karlsö. Im Inneren des Strandes trifft eine mit Kiefern bewachsene Sanddüne auf einen windgepeitschten Kiefernwald. Unterwegs liegt das Fischerdorf Kronswall. Der Legende nach landete der dänische König Valdemar Atterdag und sein Heer am 22. Juli 1361 in Cornwall. We'll be right back.
Jetzt haben wir noch mal einen Punkt angelaufen, den ich mir auf der Karte ausgesucht hatte. Das ist das Naturreservat Holmheller. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann mit dem Gegenlicht. Hinter mir ist die Insel Hellegholm noch zu sehen. Wir werden uns mal hier so ein bisschen umschauen, weil es gibt doch hier sehr schöne Steinformationen, man sieht. Und hier unten am Strand sind noch ein paar Hütten zu sehen. Holmheller ist ein Naturschutzgebiet und Raubgebiet im Süden Gotlands. Die Rauks auf Gotland sind Überbleibsel der Korallenriffe, die sich vor etwa 400 Millionen Jahren in einem tropischen Meer während der sogenannten Silurzeit bildeten. An etwa 25 Orten auf der Insel Gotland gibt es Raukas. Die größten Raukfelder befinden sich im Norden Gotlands und auf Färöer. Außerhalb des Gebiets Holmheller liegt die Insel Hellegholm. Sie ist 11,8 Hektar groß und ein Vogelschutzgebiet. Die Insel darf vom 15. März bis zum 30. Juni nicht betreten werden. Das einzige Gebäude auf der Insel ist der 1913 errichtete Leuchtturm. Auf unserem Rückweg machten wir noch einen Halt bei einer Schiffssetzung aus der jüngeren Bronzezeit und damit beschließe ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss!